Hey meine Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Instatalk. Gebt dem Video schon mal einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Fast genau ein Jahr nach der Trennung von Barish trennt sich Yasmin Azizam jetzt offiziell von ihrem Boyfriend Sherwin, wobei alle und auch Yasmin dachten, dies ist ihr Seelenverwandter. Yasmin schreibt als Statement in ihrer Story: Hallo meine Mäuse. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gingen in letzter Zeit viele Gerüchte um bezüglich meines Beziehungsstatus. Ich musste eine Weile erstmal selber lernen, mit der Situation umzugehen und brauchte meine Zeit für mich, um wenigstens etwas abschließen zu können, bevor ich tausende von anderen Menschen die Plattform gebe, ihre Meinung dazu zu geben. Aber ja, wir haben uns getrennt. Es ist mittlerweile auch 6 Wochen her. Wir haben uns im Guten getrennt und es ist auch nichts vorgefallen, was die Trennung ausgelöst hat. Es hat einfach leider nicht mehr gepasst. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Mein Traum als kleines Mädchen war, es immer nur eine liebende Beziehung zu haben, zu heiraten, einfach glücklich bis zum Ende zusammenzuleben. Und ich wünsche mir immer noch nichts mehr als das. Und manchmal findet man halt die Person nicht direkt. Und ich musste lernen, dass das auch okay ist. Manchmal stellt man sich die Frage, ob man sich einfach mehr anpassen sollte oder verbiegen, damit es endlich klappt. Aber nein, man muss einfach warten, bis man den richtigen findet. Ich hoffe, ich konnte euch alle offenen Fragen dazu beantworten und würde euch bitten, dieses Thema auch hiermit beruhen zu lassen. Da es relativ lange gedauert hat, dass ich an diesem Punkt bin, darüber reden zu können. Ich wünsche auch Sherwin nur das Beste für die Zukunft und bin dankbar für die Zeit. Eure Yasmin. Sherwin hält sein Statement etwas knapper. Wir wünschen den beiden alles Gute.